Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Was ist die Filiasson-Sage? Wir wollen uns jetzt in diesem zweiten Teil ansehen, wie die Filiasson-Kampagne weitergeht, nachdem wir das letzte Mal im Bornwald aufgehört haben. Wir haben dort eine Hochelfe getroffen, die uns eine ganze Menge darüber erzählt hat, was in diesem Himmelsturm damals abgelaufen ist und inwiefern Pardonna damit verknüpft ist, was es mit diesen beiden Brüdern auf sich hat, und die konnte uns ein paar letzte Fragen beantworten. Ja, wir haben damit die Prophezeiung beendet und können uns die nächste Prophezeiung von Shaya anhören, die Travia-Geweihte, die uns begleitet und die so ein bisschen den Weg vorgibt. Und der nächste Teil ist dann in der Stadt, in der Ingrim Effert trotzt, konnten selbst die Stürme der Zeit die Spur des Steppenwolfes nicht löschen. Wir müssen jetzt also diese Stadt finden, wo wir selber nicht genau wissen, wo die liegt und was das ist. Müssten wir mal recherchieren. Wir begleiten erst einmal den Track der Karene weiter in Richtung Festum. Wir haben in Norburg nicht wirklich was verkauft. Da waren ja die Karene mit an Bord, und gehen wir einfach mal von Norburg, vom Bornwald aus in Richtung Süden, über Rodebrand und Firon, und können dann in Festum die restlichen Karene verkaufen. Da verlassen wir dann auch die Gruppe der Nivesen, die wir begleitet haben, die uns dann von Riva aus, beziehungsweise von Gerasim und so weiter, begleitet haben, die wir dort kennengelernt haben, die wir geheilt haben von dieser namenlosen Seuche. In Festum verlassen die uns, beziehungsweise wir verlassen sie. Es kann jetzt sein, dass ein oder andere Nivesen dann auch noch die Gruppe begleitet, wenn das dann vom Meister gewünscht ist, vom Spielleiter. Aber in Festum selber gehen wir in Richtung Süden, nach Valusa, denn das ist die Stadt, in der Ingrim dem Effert trotzt. Es gibt dort einen großen Turm, der seit jeher das höchste Gebäude der Stadt ist, und sollte es einmal dazu kommen, dass ein Gebäude höher wächst als der Ingrim-Turm, dann könnte es sein, dass eine Katastrophe passiert. Ist auch dann im späteren Verlauf passiert. Das wird in der Blutigen See thematisiert. In Valusa selber geht es dann weiter, und wir suchen diesen Steppenwolf, von dem die Rede war. Den können wir auch relativ schnell ausmachen, denn eine kurze Recherche in der Stadt offenbart dann, dass es sich dabei um einen Mann namens Erm Sen handelt, der vor 200 Jahren gelebt hat. Man kann dann auch hier erkennen, auf dem Bild in der Mitte dieses Stadtplatzes, im Marktplatzes in der Mitte von Valusa, gibt es dann eben Statuen von diesem Steppenwolf. Nicht von Erm Sen selber, aber der hat wohl die Stadt relativ groß geprägt. Das war ein Anführer in einem Kom-Krieg, der vor 200 Jahren geführt worden ist, und hat da dann eben auch als Mannschaftsführer von einem Kamelkorb hat er dann gedient und gegen, ja, verschiedene Feinde in der Wüste gekämpft. Nicht nur die Novadis, sondern auch Wüstenelfen. Und dort hat er ein Schwert mitgenommen, das wird dann im Verlaufe klar. Und dieses Schwert wollen wir uns jetzt also aneignen. Das brauchen wir für irgendwas. Shaya weiß selbst nicht genau warum, aber die Prophezeiung, die wir uns dann noch weiter anhören können, die legt dann doch wohl recht nahe, dass wir diese Silberflamme brauchen. Genannt Selflanatil. Wir können dann in Valusa selber in den Stadtarchiven noch etwas über das Leben von Ermsen herausfinden und stellen dann fest, dass er wohl in Ysilia auch lange Zeit gelebt hat. Ysilia, euch wohl eher bekannt als Yol Gurmak, das gab es allerdings damals noch nicht. Damals hieß es noch Ysilia. Ja, wir brechen also auf über die matschigen Wege in die Richtung und können dann in den Archiven dieser Stadt selber nachschauen. Ysilia wurde 1003 von ein paar Ogern überrannt, die haben dann mit dem Galotta zu tun. Und seinen finsteren Plänen, das Mittelreich zu überrennen, wurden dann später aufgehalten an der Ogermauer. Die ist dann hier unten zu finden, in der Nähe von Alszoll. Aber ja, die Stadt selber, Ysilia, wurde jetzt wieder aufgebaut. Wir können dann in den Kellerarchiven auch hier weitersuchen und finden dann heraus, dass Erm Sen wohl auch nicht hier begraben ist, sondern irgendwo in den Drachenstein dann gestorben sein soll. Also brechen wir auf in Richtung Norden in die Drachensteine. Dort gibt es ein Tal. Und in diesem Tal können wir nach einigen Begegnungen mit einem Werwolf und vielleicht auch ein paar Drachen können wir dann herausfinden, dass es dort eine Burg gibt. Und in den Kellern dieser Burg finden wir dann auch Erm Sen mit seinem Schwert Selflanatil. Ihr könnt ihn hier erkennen, der liegt da eingefroren immer noch so rum. Und wir können ihm dann das Schwert aus den Händen nehmen. Ja, er selbst natürlich tot nach 200 Jahren, er war auch nur ein Mensch. Und wir haben diese Prophezeiung abgeschlossen.
Ja, weiter geht's, getrieben von einer weiteren Prophezeiung von Shaya. Wir sollen jetzt einen unbeschädigten Zahn einer Seeschlange finden, wofür auch immer wir den brauchen. Seeschlange, wir brauchen jetzt ein Schiff. Da Filiasson sein eigenes Schiff in Riva abgegeben hat, brauchen wir ein neues. Wir ziehen nach Süden in Richtung Mendena. Ja, dort ein großer Hafen, können wir natürlich auch so etwas wie die Seeadler von Bailung bewundern, das neue Flaggschiff der Perlenmeerflotte, das hier dann jetzt fertiggestellt ist und dann ins Meer aufbrechen wird. Wird uns später noch einmal begegnen, wird dann in der blutigen See auch nochmal sehr wichtig sein, aber ja, die Seeadler von Bailung legt hier ab. Die Gruppe von Filiasson schließt sich dann einem Haijäger an, Kapitän Bacher, ihr könnt ihn dann hier erkennen. Da versprechen wir dann, wenn wir uns als fähige Seemänner herausstellen, wenn wir uns da beweisen, dann bekommen wir auch einen Kampf gegen eine Seeschlange, wird er uns also, ja, wenn alles gut geht, wird er uns dann zu einem Zahn einer Seeschlange verhelfen. Das so sein Versprechen. Wir lernen dann also ein bisschen die Mannschaft von ihm kennen, können dann in der tropischen See den ersten kleineren Hai dann angreifen, könnt ihr dann natürlich auch häuten, das gibt gutes Geld ein. Ja, Fleckenhaie, die sind leicht giftig, bringen ein bisschen Geld ein, aber ja, was man eben nicht so tut als Haijäger, damit man sein tägliches Brot verdient. Wenn wir uns da als kompetent erweisen, dann geht es weiter in Richtung Süden. Da sollen größere und gefährliche Haie rumschwimmen und wir sind dann auf der Suche nach einem Tiger oder auch einem Ifernhai, also einem weißen Hai, und hoffen, die dann in der Nähe von Maraskan zu finden, wo es etwas wärmer ist. Gibt da verschiedene Begegnungen noch, die man auf einer Zufallstabelle auswürfeln kann. Die Begegnungen mit der Mannschaft, mit dem effortgeweihten Peacock, mit dem Schiffskoch, ja, was auch immer man da dann eben noch ausspielen möchte. Bis es dann zu einer Begegnung mit zwei Seeschlangen kommt. Ganz generell sind Seeschlangen ja das, was wir haben wollen, aber wenn dann zwei auf der offenen See miteinander kämpfen und sich dann gegen auch das Schiff werfen, mehr unbeabsichtigt, mehr zufällig, aber dann wird das Schiff von uns selbst auch ein bisschen beschädigt, ziemlich schwer sogar, und wir müssen uns wohl oder übel zum Reparieren zurückziehen, und zwar in die einzige Stadt, die uns das noch irgendwie ermöglicht, Boran. Die letzte freie Stadt von Maraskan, die von den Kaiserlichen, von dem Mittelreich noch belagert wird, denn ja, der Rest von Maraskan ist eigentlich erobert und hier versuchen wir dann, dieses Schiff zu reparieren. In der Stadt selber kann man noch viele lustige Begegnungen mit den Maraskanern und ihrer eigenen Kultur ausspielen, aber wir stellen fest, dass wir durch diesen Ring, durch diesen Belagerungsring, eigentlich gar nicht mehr rauskommen, denn das soll ja auch Ziel einer Belagerung sein, dass man hier dann nicht rein und raus kann, wie man das gerne hätte. Es gibt allerdings einen Kapitän, der das wohl noch schafft. Und der weiß auch, wo man Seeschlangen findet und auch gegen sie kämpfen kann. Ein Kapitän, man müsste fast sagen, ein Pirat. Und zwar ist das der großartige Kapitän Kottnas Hahn. Ja, wir verabschieden uns also von den Haijägern, von Kapitän Bacher, wünschen ihm noch viel Erfolg und schließen uns dann einem Piraten an, Kottnas Hahn, denn der schafft es als einziger durch diese Blockade hindurchzubrechen und der weiß, wie gesagt, wo wir Seeschlangen finden. Es gibt also eine neue Mannschaft, die wir kennenlernen. Am Ende des Tages erreichen wir dann den Friedhof der Seeschlangen und können daran versuchen, eine Seeschlange nicht selbst zu bekämpfen, aber da ziehen sich die zurück zum Sterben hin, ähnlich wie es bei Elefanten ist, auf einem Elefantenfriedhof, wo dann alle Elefanten hingehen, um da dann zu sterben, ist es hier eben mit Seeschlangen. Wir versuchen also hier dann einfach einer gestorbenen Seeschlange den Zahn aus dem Mund zu ziehen, stellen dann aber fest, dass schon jemand vor uns hier war, und zwar unser alter Konkurrent Beorn der Blender. Der war auch schon hier und der hat in seiner Wut all die Schlangenzähne zertrümmert, um natürlich uns zu verhindern, diese Aufgabe abzuschließen. Das ist ziemlich schade, denn so kommen wir nicht an einen richtigen Zahn und müssen uns dann doch nochmal gegen eine richtige Seeschlange stellen. Es kommt dabei auch zu einer Begegnung mit Ahats, also Echsenmenschen, die dann hier ja noch für Charybdoroth Götterdienste verrichten. Wir können hier eine riesige Pyramide erkennen, die in den Sand eingegraben ist. Auch die wird später noch einmal wichtig. Später in der Borbarat-Kampagne in der G7 werden wir diesen Friedhof der Seeschlangen wiedersehen. Auch der wird wieder erwähnt.
Später in Bahamuts Ruf ebenso, in der Blutigen See kann man die ganzen Sachen besuchen und wir können dann uns entweder einer sterbenden Seeschlange noch einmal anschließen und versuchen, die dann, während sie dann hier in diese Höhle reinschwimmt, ja, ihr den Zahn zu entreißen. Alle anderen, die hier lagen, sind allerdings kaputt. Die Achats sind allerdings ziemlich böse, dass wir uns dann hier reingetraut haben. Wie gesagt, das sind Charybdoroth-Diener. Da sollten wir uns dann zurückziehen, wenn die mit einigen ja, Ritualen aufwarten, wenn das Wächter-Achats sind, die dann hier rumlaufen und uns das Leben schwer machen und wir dann hier in der Unterzahl sind, müssen wir also fliehen. Während wir dann auf der Flucht sind, erreichen uns wieder die Mittelreicher, die sind uns gefolgt und dabei kann es eben zu kommen, dass ja, wir die Mittelreicher angreifen müssen. Es kommt zu einem Seegefecht zwischen der Tiger von Maraskan, also dem Schiff von dem Kotnasan, und einem kaiserlichen Schiff einer Bireme, die dann versenkt werden könnte. Das ist natürlich nicht ganz so gut, denn seitdem wird Filiasson von der Perlenmeerflotte gesucht. Ebenso wie Kotnasan, der wird sowieso die ganze Zeit gesucht, auf den ist ein Steckbrief von 700 Dukaten ausgelegt. Wir selber werden dann aber auch gesucht, sprich die Helden bekommen jetzt gesucht 2 Perlenmeerflotte. Irgendwie sind wir dann noch an einen Seeschlangenzahn gekommen. Wie gesagt, entweder eine sterbende Seeschlange oder aber wir suchen uns eine neue, denn ja, nachdem wir uns dann in einem Hafen bei Beskan, ihr könnt es dann hier unten auf der Karte sehen, bei Sinoda, haben wir uns dann in dieses Piratendorf zurückgezogen, haben uns da reparieren lassen, je nachdem, wie gut oder nicht gut dieser Kampf dann ausging. Wir sind zumindest irgendwie an einen Seeschlangenzahn gekommen, auch wenn Beorn hier uns das Leben schwer gemacht hat. Weiter geht es mit dem 6. Abenteuer auf der Suche nach dem Largalahen. Wieder gibt es eine neue Prophezeiung von Shaya, wo die See, die weder Meer noch Land ist, Schiffe hortet. 2 alte Meister gefangen in des herrenlosen Sklavennetz, Schärfe der geschuppten Herren der Meere, Waffen gegen des Kelches Räuber. Ja, das heißt, wo die See, die weder Meer noch Land ist. Das müssen wir jetzt entschlüsseln und wir kommen dann dazu, dass es sich wohl um ein Sargasso-Meer handeln muss. Also Seetang, der sich hier verdichtet hat, sodass man dann darauf laufen kann. Und dieses Sargasso-See, das ist eigentlich relativ groß, seine treibende Insel, nicht wirklich Insel, es ist wie gesagt ein Seetangteppich, ein riesiger. Den finden wir irgendwo südlich von Beskan, der schwimmt und treibt hier im Meer, das ist auch bekannt. Und den müssen wir dann, ja, ich zoome nochmal ein bisschen raus, irgendwo hier wird man ihn dann finden. Da müssen wir hin, ebenso wieder mit den Piraten, die wir lieb und teuer gewonnen haben. Kotnasan nimmt uns also wieder mit, beziehungsweise gibt uns ein Schiff. Ja, dort, wir können einfach mal in diese Karte hereinzoomen, können wir dann irgendwo in den äußeren Gebieten anlanden, müssten da unser Schiff dann festmachen und dann ja über diesen Seetangteppich laufen, in der Hoffnung, dass wir nicht feststecken wie in einem Sumpf. Ja, dort gibt es eine ganze Menge Schiffe, die ja ebenso dort festgesteckt sind und die Zeit überdauert haben, mal mehr, mal weniger alt. Und dort gibt es auch ein altes Elfenschiff, was sich dort verfangen hat. Das muss schon mehrere hunderte von Jahren hier liegen. Und dort können wir dann ja versuchen, diesen Kelch herauszuholen, den wir dann suchen. Wir brauchen also nicht nur ein Schwert für den Verlauf der Kampagne, sondern wir brauchen neben dem Schwert auch noch einen Kelch, einen elfischen. Der soll da wohl irgendwo auf diesem Schiff zu finden sein. Wir lernen noch einen von diesen 2 Meistern kennen. Es sind dabei 2 Magier, die sich auf diesem Sargasso-Feld befinden, die so ein bisschen in Konkurrenz zueinander leben. 2 Schwarzmagier, die sich noch nie leiden konnten, die gemeinsam zur Akademie gegangen sind und ja, die jetzt gerade so ein bisschen ihre Forschung vorantreiben wollen oder müssen. Und die helfen uns dann, zumindest einer von diesen beiden hilft uns dann, an Bord dieser Elfengaleere zu kommen und natürlich auch so ein bisschen die anderen Schiffe zu erkunden, aber eigentlich müssen wir eins dieser Elfenschiffe finden. Wir können nicht nur die Elfengaleere finden, sondern auch den Dämon, der sich dort an Bord gütig getan hat. Der muss so ein bisschen besiegt werden, da brauchen wir Hilfe, denn alleine können wir das nicht schaffen. Beorn wird ebenso auftauchen, denn der hat sich auch auf dieses Sargasso-Feld gerettet.
Beorn wird uns dann helfen. Das heißt, wir müssen an diesem Punkt, auch wenn wir Konkurrenten sind, zusammenarbeiten, um selber nicht zu sterben. Und Beorn bekommt dann den Kelch und verschwindet dann zusammen mit dem Kelch. Das heißt, wir besitzen das Schwert, Beorn besitzt den Kelch und ja, damit müssen wir irgendwann, wenn wir uns wieder treffen, zusammenarbeiten. Denn nur mit beiden Teilen können wir später eine Tür öffnen. Was das für eine Tür ist, werde ich dann im späteren Verlauf der Kampagne erwähnen. Aber an dieser Stelle ist auch das sechste Abenteuer zu Ende und damit auch meine Zusammenfassung von diesen Teilen. Wir sind also wieder auf Beorn getroffen. Er hat uns das Leben so ein bisschen schwer gemacht. Wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, sowohl jetzt in diesem letzten Teil als auch im Nachspiel. Wir werden uns also zwangsläufig noch einmal begegnen. Aber an dieser Stelle auf der Sargasso-See endet das Abenteuer, nachdem Beorn den Kelch bekommen hat. Wir zoomen einmal raus. Wir machen dann im Verlaufe weiter. Wir können dann ja das Festland wieder erreichen, möchten dann später in Kunchum anlegen, nachdem wir dann in Sinoda oder in Beskan wieder so ein bisschen aufgetankt haben, unsere Kräfte wieder erholt haben. Wie es von Kunchum aus weitergeht, dass wir dann in die Wüste ziehen, dass wir über Fasan oder sowas wollen, das erzähle ich dann in dem nächsten Teil. Ja, damit folgen auch wieder ein paar schöne Abenteuer, die dann wohl auch in Richtung Süden gehen. Also nicht nur Maraskan, sondern eben auch Wüste und ja, auch der Regenwald. Auch das wird noch einmal thematisiert werden. Guckt euch also an, wie es weitergeht in dem nächsten Teil, wenn ich ihn dann aufgenommen habe. Bis dann, ciao.